Im Grunde genommen führt unser Evangelium schon ganz in die Existenz eines solchen Mönches, wie es der heilige Bruno war und wie es seither sein Orden ist, wie es die Kartäuserklöster unreformiert seit den Ursprüngen bis heute sind. Der Sinn ihres Lebens ist Schweigen und Kontemplation. Das sind Worte, die heute einen gewissen Zauber ausüben. Und es sind gar nicht wenige, die genau auch diese Begriffe für sich in Anspruch nehmen. Vor einigen Jahren hat Papst Benedikt darauf hingewiesen, am Tag des heiligen Bruno, dass Schweigen und Kontemplation ein Ziel haben. Sie sind nicht Selbstwert, etwas, was man um seiner selbst wegen sucht. Sie dienen dazu, so Benedikt, in der Zerstreuung des täglichen Lebens eine ständige Einheit mit Gott zu bewahren. Das ist das Ziel, dass in unserem Herzen immer die Einheit mit Gott gegenwärtig ist und unser ganzes Sein verwandelt. Dazu dienen Schweigen und Kontemplation. Verbunden, wenn man diese Klöster anschaut, mit harter Arbeit, langen Zeiten des Gebetes und körperlicher Arbeit, weil beides aufeinander abgestimmt sein muss. Die tiefe, noch einmal Benedikt, beständige Einheit mit Gott finden zu können. In Zeiten, wo es einfach zu viele Worte gibt und wahrscheinlich auch in Predigten zu viele gemacht werden, sollten wir dieses Zeugnis des heiligen Bruno noch einmal ganz neu entdecken. Aber nicht als Schlagwort oder als eine Modeerscheinung, sondern genau dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Uns zu reinigen, damit wir Gott näher sein können.